Der Moritz fühlt sich wohl in seinem Körper. Meistens jedenfalls. Ihm ist allerdings nicht so richtig bewusst, wem er das eigentlich zu verdanken hat. Nun, zu danken ist einer speziellen Region seines Zwischenhirns, dem Hypothalamus. Moritz' Wärme- und Wasserhaushalt läuft gut, ebenso seine Herz-, Kreislauf- und Atmungsfunktionen. Nahrungsaufnahme und Schlaf-Wach-Rhythmus sind auch in Ordnung. Man nennt dieses gesamte innere Körpermilieu auch Homöostase. Und eine solche stabile Homöostase schafft eben der Hypothalamus, indem er grundlegende Lebensfunktionen integriert. Da haben wir es schon. Akuter Stress durch plötzliche Gefahr. Der Körper wird schlagartig auf Kampf oder besser auf Flucht eingestellt. Wir schauen in Ruhe nach, was sich da jetzt abspielt in Moritz' Körper. Als erste schnelle Reaktion auf die Stresssituation schießt der Hypothalamus Nervensignale über den Sympathikus in das Mark der Nebennieren. Die Nervenfaserenden im Nebennierenmark schütten den Neurotransmitter Acetylcholin aus. Die Schilddrüse bzw. die von ihr produzierten Hormone stimulieren vielerlei Stoffwechsel im Körper. Aber dies nur allgemein vorweg. Im Detail ist das mit den Schilddrüsenhormonen ein wenig komplizierter. Alles beginnt wieder im Hypothalamus. Wenn er das entsprechende Signal bekommt, dann schüttet er TRH, das Thyreotropin-Releasing-Hormon, in den Hypophysen-Vorderlappen aus. Der Hypophysenvorderlappen schüttet daraufhin TSH in den Blutkreislauf aus. Das Thyreoidea-stimulierende Hormon, auch Thyreotropin genannt. Wie Calcium bei Bedarf im Körper gespeichert oder wieder ausgeschieden wird, das unterliegt einer sehr fein dosierten Steuerung durch zwei verschiedene Typen von Hormondrüsen. Zum einen ist wieder die Schilddrüse beteiligt. Sie produziert das Peptidhormon Calcitonin. Calcitonin senkt den Calciumspiegel. In das Schilddrüsengewebe eingebettet sind die vier kleinen Nebenschilddrüsen. Ja.